So, und es geht nicht nur um Geld. Ich hoffe, dass du das gut verstehst. Es geht um Spaß. Es geht um Talent. Es geht um Sinn. Es geht um Nutzen. Es geht um das, wofür du hier auf dieser Welt bist. Konzentriere dich auf deinen 500er in dir. Konzentriere dich auf das, was in dir schlummert. Und jetzt ein Grund wieder für das Blatt Positionierung. Warum? Könnte sein, dass du sagst, da ist etwas in mir, das ich unfassbar gerne mache. Das habe ich aber überhaupt noch nie mit meinem Beruf in Verbindung gebracht, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich damit Geld verdienen könnte. Das ist so weit weg von meinem Beruf. Und ich sage dir, dann greif das jetzt auf. Mit Positionierung geht alles. Was meint ihr, was bei mir zu Hause los war? Ich hatte Jura studiert, habe dann gesagt, ich schmeiß mein Studium kurz vorm Examen, weil ich was anderes machen möchte. Ja, was möchtest du denn machen? Ja, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich möchte Menschen zeigen, wie man vermögend wird. Ich möchte über Geld. Was meinst du, was da los war? Jetzt, okay, jetzt mache ich das ein paar Jahre. Jetzt ist es irgendwie ein etablierter Beruf, Money Coach zu sein. Aber damals, meine Mutter hat den Pfarrer gerufen, weil die mir ins Gewissen reden lassen wollte. Und das Schlimmste ist ja nicht mal unsere Eltern. Das Schlimmste ist, dass wir selber den Pfarrer rufen. Für uns und sagen, hey, du bist doch bekloppt, hör auf zu träumen, konzentriere dich auf deinen Beruf oder wir denken gar nicht drüber nach. Ein Grund für Positionierung, einer der Hauptgründe ist, dass du verdammt nochmal tun kannst, wofür du auf dieser Welt bist. Es gibt etwas in dir, das kann kein anderer machen, das kannst nur du. An deinem Ort, zu deiner Zeit, nur du. Das ist mein ganz fester Glaube. Und Positionierung erlaubt dir das. Guck mal, der kleine Bodo Schäfer, der ist gerade 60 geworden. Klein nicht, weil ich mich für einen Zwerg als Mensch halte, sondern weil ich noch ganz genau weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich pleite war. Und das ist immer noch in mir drin und deswegen bin ich sehr demütig für alles das, was ich erreichen durfte und noch erreichen darf. Und das ist Positionierung. Natürlich habe ich hart gearbeitet, natürlich hatte ich Coaches, aber all das hätte nicht geholfen ohne Positionierung.